Dann fangen wir auch an. Und zwar mit dem Thema Blockchain. Wer von Ihnen hat den Begriff Blockchain vorher schon mal gehört? Handspruch. Ja, das dachte ich mir. Wer von Ihnen kann es erklären? Nicht so viele. Ja. Hat jemand von Ihnen Bitcoins? Warum sind Sie noch hier? Ja. Wann gekauft? Letztes Jahr? Vor 10 Jahren? Geht nicht ganz, ne? Vor 9 Jahren? Ja, also ich beschäftige mich eigentlich schon gleich jetzt mit dem Thema. Und ich habe mir auch immer überlegt, das ist eigentlich 3 Jahre, und ich habe mir überlegt, okay, das wäre eigentlich genau das Richtige für diese Veranstaltung hier. Das Problem war bisher nur, ich dachte, ach, das interessiert sowieso keinen. Ja? Das ist abgehoben. Und dann ist es auch so unglaublich schwer zu erklären, finde ich. Also ich muss sagen, diesmal, ich bin echt ein bisschen zittrig, ne? Weil ich muss das ja irgendwie, hoffentlich kriege ich das auch hin. Es sind bestimmt viele Informatiker hier. Sind Informatiker da? Ja, gut, schauen wir mal. Ne? Und dann dachte ich mir, ach, das ist auch viel zu abgehoben für so ein Format. Wir wollten ja eigentlich nicht breit nach draußen gehen. Und jetzt auf einmal in diesem Jahr reden alle drüber. Ja, also das ist wirklich, jeder sagt Blockchain. Das ist doch so ein richtiges Bullshit-Bingo. Ja, jeder erwähnt irgendwie Blockchain in jeder Ecke. Und die Frage ist, was ist denn das eigentlich? Und wenn Sie mal so ein bisschen googeln nach Blockchain, dann finden Sie garantiert ein Zitat, was so ähnlich ist wie das da. Die Blockchain bedeutet für Transaktionen das, was das Internet für Informationen bedeutet hat. Egal welcher Guru, jeder sagt es. Ja? Also was hat das Internet für Informationen bedeutet? Okay, wir haben unendlich viele Informationen, es ist relativ leicht sie zu finden, vielleicht eher so ein Problem, sie ja auch zu organisieren. Ohne Zweifel hat die Art und Weise, wie wir Informationen nutzen, über das Internet das Leben massiv verändert. Ja? Wo wären wir ohne E-Mail und ähnliches? Ja? Und das gleiche dann auch mit Kommunikation. Ja? Also wir WhatsAppen heute, wir schreiben E-Mails, das Leben hat sich dadurch massiv verändert. So, und jetzt kommen die Transaktionen. Und das ist dann die Blockchain. Und bei der Blockchain, wenn man darüber spricht, also viele sagen dann auch, ja, das ist eine dezentrale Datenbank. Oder in Amerika vielleicht auch ein bisschen zutreffender, wird oft gesprochen von einem Distributed Ledger. Also ein verteilter Ledger ist dann auch Konto, also ein verteiltes Konto. Also keine zentrale Stelle, sondern irgendwo werden Daten irgendwo verteilt. Und das ist eigentlich schon mal komisch, weil eigentlich, wenn wir normalerweise von Datenbanken reden, dann meinen wir sowas wie das hier, irgendwie so zentralisierte Daten. An einer Stelle sind alle gespeichert und dann versuchen wir darauf zuzugreifen. Und das kennen wir zum Beispiel aus der Bibliothek. Ja, es gibt einen Katalog. Es wäre blöd, wenn der überall verteilt wäre hier auch in der Hochschule, sondern es gibt dann eine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und dann gibt es eben eine Quelle, wo das diese Anfrage dann bearbeitet wird. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel aber auch das Grundbuch, das Katasterwesen bei uns in Deutschland. Ja, wir haben, wenn Sie irgendwo ein Haus kaufen wollen oder ein Grundstück kaufen wollen, dann gibt es in jeder Stadt eben eine Stelle, in der Regel das Amtsgericht, und da ist es hinterlegt, ja, damit ich auch weiß, wo ich da suchen muss. Und mit Blockchain wird aber eigentlich jetzt immer genau das Gegenteil gehypt. Wir reden immer von dezentral distribuiert. Dabei hat eigentlich zentral zunächst mal schon was für sich. Ne? Also wenn man jetzt einen zentralen, einheitlichen Zugang gibt, dann habe ich alles mit einem Zugriff schnell einsehbar. Das ist ein Riesenvorteil. Und ich meine, es gibt im Unternehmen immer so viele Projekte mit, wir brauchen eine zentrale Adressdatenbank oder ähnliches. Ja, also da wird unheimlich viel Know-how investiert, um es zusammenzuführen. So. Und jetzt kommen wir aber mit Distributed Data. Das sieht dann vielleicht so aus. Wobei ich mir vorher noch viel Gedanken darüber gemacht habe, wo viele Striche jetzt wo weggehen. Also Distributed Data heißt, da liegen die Daten überall verteilt. Und die Älteren von uns, die kennen vielleicht noch sowas wie E-Mail. Also, vom Hörensagen. Das Lachen sagt mir, Sie wissen, wovon ich spreche. Oder sagen wir es mal BitTorrent. Wer kennt noch BitTorrent? Ah, okay. Ja, gibt es ja eigentlich immer noch. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, wie ich Daten auch verteilen kann. Übrigens nicht nur für illegale Zwecke. Ich erinnere mich noch ganz gut, die US Army hat mal zu Werbezwecken, tatsächlich ist kein Witz, einen Ego-Shooter produziert und hat den verteilt. Also, ich meine, das ist für die Bundeswehr undenkbar, dass da irgendwie so ein Ego-Shooter, ich renne da irgendwie durch eine Kriegszone und baller Leute ab, aber die nutzen das für Marketing. Und jetzt hätten die das natürlich klassischerweise irgendwie auf ihren zentralen Server packen können. Website, Download-Möglichkeit, ich trage mir das Spiel runter. Nein, die haben das tatsächlich über Torrents gemacht. Und Torrent ist eine kleine Datei,
Da ist die Datei selber nicht mehr drin, nicht das Medium, nicht das Spiel, nicht der Film, nicht die Musik, sondern sagt mir nur, was sind denn die Bestandteile, wo kann ich das finden? Dann lade ich mir ein Programm dazu runter, einen sogenannten Client, einen Torrent-Tracker, und der sucht dann, wo diese Datei zu finden ist. Und die ist dann auf allen Netzknoten zu finden, die sich das vielleicht mal runtergeladen haben und noch nicht gelöscht haben und an diesem Netzwerk teilhaben. Das heißt, ich lade es von irgendjemand anders runter, der das Spiel schon installiert hat. Ja. Und vielleicht nicht nur von dem einen, sondern von mehreren Leuten gleichzeitig. Das sind verteilte Daten. Das ist nichts Neues. Gab es schon lange vor der Welt. Bei eMule, also die, die es vom Hörensagen kennen, da konnten sie ja auch wirklich sehen, haben sie ja auch in dem Moment, wo sie was runtergeladen haben, haben sie es ja schon wieder angehoben. Und sie haben auch vielleicht gar nicht die ganze Datei gehabt, sondern nur so einen kleinen Schnipsel, und den haben sie angehoben. Das ist auch das Problem, rechtlich betrachtet, weil die Leute, die dann rechtlich Ärger gekriegt haben, haben immer deswegen Ärger gekriegt, weil sie es angeboten haben, nicht weil sie es runtergeladen haben. Meistens. Weil es dann zivilrechtlich angeboten. So, und jetzt über die Blockchain und über dezentrale Daten wird dann oft diskutiert. Erstmal hat es ja einen Vorteil, wenn die gleichen Informationen viel verteilt sind, dann habe ich ja schon mal einen Schutz vor Datenverlust. Ja, also wenn die zentrale Stelle abbrennt, ist es vielleicht weg, vielleicht habe ich irgendwo ein Backup, wenn das auch weg ist, habe ich ein Problem. Bei dezentralen gibt es eben ganz viele Verteilungen. Schon mal gut. Und eine andere Sache, wenn es keine zentrale Stelle gibt, dann hat es natürlich auch was mit Macht zu tun. Denn ich spreche immer von einem Gatekeeper, und die Blockchain-Leute sagen immer, to cut out the middleman, also wir nehmen den Mittelsmann raus. Denn jetzt ist ja nicht mehr der zentrale Gatekeeper da, der mir sagt, du kannst die Daten haben oder nicht, sondern ich hole die mir einfach von meinen Peers, von meinen Gleichgesinnten in meinem Netzwerk. Und das hat natürlich schon eine entsprechende Implikation. Deswegen sagen viele, das kann natürlich auch so einen Markt völlig verändern, weil die Player, die vorher da waren, vielleicht dann extrem Machtverlust auch zu befürchten haben. Und das macht das Ganze so spannend. Ja, nochmal zum Thema Datenverlust. Wir hatten, das wird auch immer so ein Beispiel, das da genannt wird in dem Zusammenhang. 2010 gab es ein ziemlich verheerendes Erdbeben in Tahiti. Wurden auch viele, viele öffentliche Gebäude zerstört. Und tatsächlich wurden auch damit zerstört, so die Grundlagen fürs Eigentum. Also die hatten dann oft wussten, bei wem gehörten das eigentlich, diese Patientenland. Und natürlich, wenn es gibt gerade viele Anwendungen bei der Blockchain, wo es um Landregistrierung geht. Das heißt, ich gehe eben nicht zu einem Katasteramt, zu einem Grundbuchamt, und an einer zentralen Stelle wird dann bestätigt, okay, ja, das ist deins. Und wenn die zentrale Stelle abbrennt, dann ist es weg, sondern ich habe es eben verteilt bei ganz vielen. Diese Informationen werden bei ganz vielen von Leuten irgendwo abgespeichert, und wenn da ein Server oder ein Computer mal kaputt geht, dann gibt es ja noch ganz viele andere. Ja, das macht irgendwie Sinn. Und das ist ein Riesenthema, und da wird auch, wenn ich sehr viel in die Hirnschmalz investiert, weil man sagt, dass über 5 Milliarden Menschen auf der Welt keine eindeutigen Eigentumsbelege haben. Das ist ja nicht überall wie bei uns. Das ist 2/3 der Menschen. Und selbst in so Ländern wie USA, die wirklich nicht gerade Entwicklungsland sind, sagt man, die haben so ein Land-Title-System, dass 30% dieser Land-Title Fehler enthalten. Wenn ich eine Datei habe, die überall identisch vorhanden ist, und ich kann dann sehen, okay, da ist jetzt ein Fehler gemacht worden, weil dann entspricht diese Datei ja nicht mehr den anderen Dateien, dann kann ich das damit rausfischen. Und dafür, deswegen sagt man, na gut, damit könnte die Blockchain vielleicht solche Probleme eben auch lösen. So, aber das Entscheidende ist eigentlich, ich habe vorhin gesagt, die Blockchain hat was mit Transaktionen zu tun. Und ich habe mir lange überlegt, okay, wie bringt man das jetzt rüber, fängt man da jetzt an mit Bitcoin. Bitcoin finde ich an sich eigentlich schon mal kompliziert. Ich habe jetzt mal eine ganz andere Abstraktionsebene geholt. Ja, um es auch mir ein bisschen zu erklären. Und die Problemstellung ist ja, wie kann man, wenn es da gar keine zentrale Institution gibt, wie kann man dann trotzdem Vertrauen schaffen, dass das rechtmäßig ist? Also normalerweise, wenn wir irgendeine Transaktion begehen, dann haben wir ja irgendwo jemanden, so eine Art Clearingstelle. Also eine Bank sagt, okay, da kam Geld, Geldeingang war da, Geld geht wieder raus, okay, check. Oder sowas wie PayPal. Ja? Die sagen, okay, du kriegst die Ware erst, wenn das Geld auch bezahlt worden ist, und da habe ich eine zentrale Stelle. Wenn ich jetzt Transaktionen mache in einem dezentralen Netzwerk, ist ja die Frage, okay, jetzt kenne ich die Leute vielleicht gar nicht, und denen soll ich jetzt irgendwie was geben und ich kriege was dafür, wie kann ich das da sicher sein, dass da auch Vertrauen entsprechend hergestellt wird? Und das passiert mit der Blockchain. Und wie gesagt, nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal mich.
Und gehen wir mal davon aus, ich hätte Geburtstag. Und am Geburtstag gibt es natürlich einen Kuchen. Und ich lade ganz, ganz viele Leute ein. Das ist tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Also ich wohne ja hier nicht im Hof, sondern in Würzburg. Und ich arbeite nur hier. Und ich bin gar nicht so oft in Würzburg. Dann immer nur, wenn ich dann wieder frei habe. Und wenn man dann drei Kinder hat und sowieso ganz gut vernetzt ist und die sind in X-Vereinen, in der Schule, dann kennt die Familie irgendwie relativ viele Leute. Und so ist es auch bei uns. Das heißt, ich lerne tatsächlich viele Leute erst von meinen Fäden kennen. Ich lädt da meine Frau ein, das ist eigentlich ganz nett. Ja, das heißt, ich weiß vorher nicht, wer kommt da eigentlich. Ja? Aber es gibt irgendwo so einen gemeinsamen Nenner. So, und jetzt sagen wir mal, ich sage ja, wir heben es auf eine andere Abstraktionsebene. Nehmen wir mal ein, ich hätte, damit Sie sich auch identifizieren können. Nehmen wir mal ein, ich hätte einen guten Kumpel, Barack. Barack ist ein netter Typ, integer, den hat man gar nicht zum Freund. Ja? Und klar, wenn Sie so eine Fete machen, dann müssen Sie vielleicht auch Leute einladen, da geht es dann mehr so ums Prinzip, ums Prestige und die mögen es vielleicht nicht so und Sie haben vielleicht irgendwie, ja, wir müssen die einladen, weil da ist ein sozialer Druck drauf. Und nehmen wir mal an, Barack hat seinen Kumpel Donald. Und Donald ist dafür bekannt, dass er erstens ein bisschen rüpelig unterwegs ist und zweitens hat er kleine Hände und drittens ist es so, dass er manchmal, man weiß nicht so genau, also der macht manchmal Dinge, die sind ein bisschen komisch und jetzt Kuchen, dann weiß auch nicht, dann frisst er da den ganzen Kuchen und wie organisiere ich das alles? Ne? Das ist alles ein Riesenproblem. Denn ich habe gesagt, ich habe eingeladen, es gibt natürlich Kuchen bei mir und der ist aber meistens nicht so in so wahnsinnig großen Mengen vorhanden bei mir. Was immer ziemlich ausreichend war, bei mir, wenn ich eine Fete feiere, ist Bier, Wein und Gin Tonic. Sie fragen sich, wie kriegt der jetzt noch die Kurve zur Blockchain? Moment. Ja. So, und jetzt bin ich ein bisschen knausrig unterwegs, ich bin ein ziemlicher Geizhals. Ja, und ich mache das auch relativ elegant. Es kommen ja ganz viele Leute und als Professor verdient man ja auch nicht die Welt. Und deswegen sage ich, pass mal auf, ihr seid herzlich eingeladen, ihr kriegt auch ein Stück Kuchen, aber ihr müsst was mitbringen. Nämlich was zu trinken. Bier, Wein oder Gin Tonic. Und eins sage ich euch, schummelt nicht, weil ich passe nämlich auf, ich führe eine Strichliste. So, jetzt habe ich natürlich keine Lust, diese Strichliste selber zu führen. Weil da müsste ich mich ja, klingelt an der Tür, kommt Barack rein, bringt seine Flasche Wein vorbei. Und dann sage ich, okay, Barack hat eine Flasche Wein. Moment, guck mal, ob noch Kuchen da ist. Dann gehe ich zum Kuchenbefehl. Ja, nimmst du bitte ein Stück Kuchen? Okay, check, Kuchen ist noch da, ein Stück hat er genommen. Danke, das war's. Viel zu aufwendig. Ja. So würde eine zentrale Instanz das machen. Ich bin viel cleverer. Ich sage dann, also liebe Leute, ihr seid herzlich eingeladen. Und wer Lust hat und den richtig guten Wein oder das gute Craft Beer oder richtig guten Gin Tonic zu kriegen, der übernimmt das für mich. Der kontrolliert nämlich, ob jeder wirklich nur ein Stück Kuchen kriegt und ob jeder auch ein bisschen Bier, Wein oder Gin Tonic mitgebracht hat. Ja? Und das Problem bei Kuchen ist, es gibt immer diesen Spruch, you can either have a cake or eat it. Also der Kuchen ist weg. Ja? Das heißt, das ist nicht unendlich vorhanden. Und deswegen muss ich dort vielleicht noch irgendwas reglementieren. Und die Frage ist jetzt, wie kann sichergestellt werden in einem dezentralen Netzwerk, dass ein einzigartiges Gut nicht zweimal übertragen wird. Also, dass ich sage, okay, das ist das letzte Stück Kuchen, hier ist deins Barack und hier ist deins Donald. Ja. So, und das funktioniert dann so, ich beauftrage, wie gesagt, meine ganzen Gäste und ich sage, ihr überprüft es bitte. Das heißt, da klingelt es an der Tür, dann kommt Donald rein, dann rennen alle hin und sagen, okay, was hat Donald dabei? Donald hat eine Dose Bier dabei, check. Gucken wir noch schnell, ob der Kuchen noch da ist, ist auch da, check. Und jetzt, Donald, hattest du schon ein Stück? Ja, Mensch, du hast vorhin schon eine Dose gebracht. Ja. Nee, du kannst keine zweite haben. Ja. Das heißt, es überprüfen dann mehrere gleichzeitig, nicht alle Gäste, sondern nur welche, die wirklich gutes Bier, guten Wein oder gute Tonic haben. So, und dann, derjenige, der als erster diese Transaktion bestätigt hat, falls dann doch wieder Barack kommt und das Wein, den Wein haben möchte, und der sagt, okay, Barack hat den Wein gebracht, ein Stück Kuchen hat er gekriegt, eins weniger, alles klar, der ruft, hebt die Hand und sagt, hey, ich hab's bestätigt, ich bin der Erste. Und alle haben diese Zettel, jeder kriegt einen Zettel, die überprüfen das, ja, okay, du hast es richtig verifiziert, du hast es am schnellsten verifiziert.
Und dann sage ich, okay, dafür kriegt der erste 10 Millionen. Und der kann sich dann richtig guten Wein oder richtig gutes Bier oder richtig guten Gin-Tonic aussuchen. Das heißt, ich schaffe einen Anreiz, dass die an diesem Kontrollsystem mitarbeiten. Aber nicht jeder, der an einem System mitarbeitet, kriegt was, sondern ich schaffe irgendwie so eine Art Wettbewerb. Wenn ich versuche, die Teilnahme an dieser Prüfübung, die berechtigt zur Teilnahme an dem Wettbewerb. Das heißt, nicht jeder gewinnt was, aber ich habe eine Chance, das zu gewinnen. Und im Prinzip ist es genauso mit Bitcoin. Ja, dann ist es Proof of Work. Ja. Derjenige, der als erster die Transaktion und deren Projekt hat bestätigt, erhält die Endung. Und somit habe ich dann eine dezentrale Struktur. Ganz wichtig ist, derjenige, der dann schreibt, hier ich, der hat dann sozusagen diesen Eintrag in mein Kontobuch. Also wer kriegt mein Bier und so weiter, wer hat was gebracht. Und das schreibt man, das ist dann wie ein Block, der in die Blockchain kommt. Und im Prinzip kann man sich so eine Blockchain ein bisschen vorstellen, wie so ein Reißverschluss. Im Reißverschluss habe ich auch verschiedene Zähne. Und wenn einer von diesen Zähnen kaputt ist, dann kann ich den Reißverschluss nicht mehr zumachen. Dann stimmt da irgendwas nicht. Ja? Und damit habe ich einen Schutz vor Manipulation, weil diese Information ist ja überall verteilt. Und wenn jetzt einer versucht, so eine Datei irgendwie zu manipulieren, dann ist ja die Originaldatei noch auf ganz vielen anderen Schultern verteilt. Jeder hat noch Zugriff dazu. Dann würde ich feststellen, wenn das jetzt anders ist als alle anderen, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist diese Datei falsch und dann gibt es da einen Manipulationsversuch. Und dann funktioniert es nicht. Das heißt, manipulieren kann ich eigentlich nur dann, wenn ich wirklich jeden Einzelnen mit der Datei irgendwie hacke. Ansonsten geht es nicht. Ein bisschen ist es so, wie dieses Spiel. Sie kennen es, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Also ich packe meinen, einer sagt, fängt an, ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Fernglas. Und der nächste sagt dann, okay, ich packe meinen Koffer, ich nehme mit dein Fernglas und mein Fotoapparat. Und dann komme ich und sage, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit dein Fernglas, dein Fotoapparat und meine Flasche Wein. Ja? Dann ist das eine ganz klare Kette und die kann dann auch nachher nicht mehr verändert werden. Und damit weiß ich, okay, was da drin steht, das ist verlässlich und wenn es für alle einsehbar ist, dann kann jeder diese Transaktion auch entsprechend nachvollziehen. So im Prinzip funktioniert die Blockchain. So, kommen wir zum Thema Bitcoin. Also, Bitcoin ist ja so die erste bekannte Anwendung zum Thema Blockchain und begründet wurde sie mal von einem gewissen Herrn Satoshi Nakamoto. Wobei man nicht sicher ist, ob es den überhaupt jemals gegeben hat oder ob es einfach nur ein Pseudonym ist oder ob es mehrere sind, weiß man nicht. Aber man muss, das ist wichtig, um Bitcoin zu verstehen, das ist damals entstanden vor dem Hintergrund der Finanzkrise. 2008, Sie erinnern sich. Ja. Und Satoshi Nakamoto, auch wenn man gar nicht weiß, ob es ihn gibt und wer es ist, also es gab irgendjemand, hat sich halt so genannt, wird auch so ein bisschen verehrt wie so ein Prophet. Und so ein Zitat von ihm, das Hauptproblem konventioneller Währung ist das Vertrauen, das benötigt wird, damit es funktioniert. Weil der Zentralbank muss vertraut werden, dass die Währung nicht entwertet, aber die Geschichte kennt unzählige Verstöße gegen dieses Prinzip. Wir als Deutsche haben ja auch so eine ziemliche vererbte Stabilitätskultur. Nach 1929, Hyperinflation lag auch daran, dass die Zentralbank halt sozusagen Geld gedruckt hat. Und wenn ich von irgendwas mehr produziere und zu viel produziere, dann irgendwann verliert es natürlich an Wert. Ja. Gut, jetzt haben wir bei der Bundesbank dann genau das Gegenteil gehabt. Und das war bei der EZB, ist das eine andere Frage, die ja eigentlich die unabhängigste Zentralbank aller Zeiten ist. Das ist vielleicht auch genau das Problem, weil wenn dann irgendjemand dort in die Verantwortung kommt, der das vielleicht anders sieht, dann können sie da auch nicht mehr loswerden. Banken muss vertraut werden, dass sie unser Geld sorgsam aufbewahren, doch sie verleihen es immer wieder in Kreditblasen ohne echte Absicherung. Lehman Brothers, Bank ist pleite gegangen, das heißt, eine Bank verdient dadurch Geld, dass sie Geld sich von ihren Kunden leiht, es an die andere Kundenseite weiterverleiht und verdient an der Marge. Und wenn die halt pleite geht, wenn die irgendwie faule Kredite rausgibt oder faule Sicherheiten annimmt und das geht hops, das Geld, dann verlieren auch die Anleger ihr Geld. Haben wir erlebt 2008, sind ganze Staaten pleite gegangen, wie zum Beispiel Island. So, und da sagt er jetzt, okay, dem will ich was entgegensetzen. Vor dem Hintergrund ist das passiert. Und
die Frage, wie ich dann diesen Trust, dieses Vertrauen herstellen kann, hat er eben mit einer mit dieser Blockchain beantwortet. Und im Prinzip genau das gleiche, wie ich es vorhin erklärt habe, nur eben, dass es hier nicht um Kuchen und um Alkohol geht, sondern eben um Bitcoin. Wenn ich als A oder als Barack Donald Geld überweisen will, dann die Transaktion, dass das irgendwie der Name verhasht wird, das lassen wir mal außen vor. Tatsächlich, das läuft in diesem System und dieses System wird prüft es. Das heißt nicht das System, sondern eigentlich die Nodes, also die einzelnen Netzwerknoten in diesem System. Und die verifizieren erstmal die Transaktion. Genauso wie vorhin mit dem Kuchen. Ja, die schauen sich an, ist es formal korrekt? Stimmt das überhaupt jetzt erstmal vom Aufbau her? Ja, also okay, da geht was weg und muss irgendwo hingebucht werden, ist das ungefähr gleich groß? Ja, also der eine kriegt Geld, der andere verliert Geld, das muss ja sich irgendwie übereinstimmen. Stimmt die Adresse? Habe ich überhaupt eine Adresse? Gibt es auch wirklich mal einen Output zu einem Input? Nicht, dass irgendwo dann auf einmal zwei Leute Geld bekommen, wenn was überwiesen wird. Das funktioniert durch die einzelnen Netzwerkteile. Die leiten sich so einen Client runter und der macht es automatisiert. Die auch natürlich nicht mit einer Checkliste. Wobei eine Checkliste tatsächlich dahinter ist. Ein ganz kleiner Kriterienkatalog und der wird durchgearbeitet. So. Dann habe ich, erstmal Transaktionen, die formal korrekt sind. Die kommen wie so eine Papierablage. Liegen da erstmal. Ein sogenannter Transaction oder Memory Pool. So, und dann beginnt das, was wir gemeinhin so als Mining-Prozess bezeichnen. Dann gibt es eben diese Nodes, es gibt bestimmte Nodes, machen nicht alle, wobei es eigentlich Sinn machen würde, in der Regel auch am Mining-Prozess teilzumachen, wenn man hier schon diese Prüfung übernimmt, und füllen dann die sogenannten Blöcke für die Blockchain auf. Und ganz wichtig ist dabei, es ist nicht so, dass dann ein Block jeweils einer Transaktion entspricht, das wird viel zu lange dauern, sondern es ist tatsächlich so, da werden Transaktionen, wenn irgendwie in der verschiedenen gewichtet, auch priorisiert und dann werden die aufeinander geschichtet sozusagen, wenn zu einem Block zusammengefasst. Und dann packt man noch ein paar weitere Informationen dazu. Ganz wichtig, also ein paar individuelle Funktionen sind auch dabei, nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Spiel nachher gewinne und ich bin derjenige, der dann irgendwas kriegt, dann muss man ja auch wissen, wohin soll dann der Preis gehen. Kriegt ja was dafür. Vorhin war es Alkohol, hier sind es dann weitere Bitcoin. So, und das muss so eine Information, die da reingeht, und dann gibt es dann noch so eine Ziffer, die reingepackt wird, und das Ganze wird verhasht. Verhasht heißt, es wird verschlüsselt. Und das heißt, ganz viele Leute entwerfen ganz viele Blöcke, die sich alle unterscheiden, allein schon aufgrund der individuellen Informationen, die da reingekommen sind. Und jetzt geht es dann daran, das Ganze auch wieder zu entschlüsseln. Und das ist eine sehr komplizierte mathematische Funktion. Und die kann ich jetzt nicht irgendwie berechnen, da kann ich einfach nur raten. Und jetzt könnte ich irgendwie einfach Guessing betreiben. Tatsächlich ist es so Trial and Error. Okay, die Ziffer funktioniert nicht, dann die nächste, dann immer eine hoch. Ich muss diese Nonce erraten, das ist so, wie so eine PIN-Funktion, wie bei einem Konto, wie bei einer Kreditkarte. Und derjenige, der als erster diese PIN errät, der hat den Jackpot. Ja? Und im Prinzip zieht natürlich auch keiner hin und tippt die dann rein, sondern es läuft alles automatisiert, nämlich über meine Software, meine Hardware. Und die versucht dann ganz schnell dieses Thema zu erraten. So, und wenn dann einer sagt, so, ich bin der Erste, dann wird diese Information, wird dieser Block im Netz verteilt, das heißt, alle, die da mitgemacht haben, sehen das, prüfen das, so wie vorhin die Zettel, und schauen sich dann an, okay, ja, also das ist wichtig. Hat er dann auch die PIN, damit kann man das auch bei einem Schlüssel auch nochmal, und man sieht dann auch, okay, der hat alles richtig gemacht, hat auch alles geprüft, okay, hat er leider gewonnen, also hat er gewonnen und wir müssen uns das wieder an die Hand machen. Und das heißt dann, dieser Block ist dann damit validiert, wird der Blockchain hinzugefügt und der Miner kriegt die Gutschrift. Das sind aktuell für einen Mining-Prozess 12,5 Bitcoin. Ein Bitcoin steht heute bei 5.300, habe ich mal gehört. Also über 60.000 Euro. Ja. Und das verliert sich aber alle 4 Jahre. Das heißt, also eine bestimmte Anzahl von Blöcken. Und das heißt, 2140 sind alle Bitcoins gemeint, da gibt es keine mehr. Das heißt, 2140 müssen wir uns was Neues überlegen, aber da haben wir alle noch ein bisschen Zeit. Insgesamt sind es 21 Millionen. Und das ist so ein Effekt, man sagt, das ist so eine Kappung in der Geldmenge, die ich ja sonst eigentlich bei Währungen nicht habe, hat natürlich dann auch so ein einen anti-inflationären Charakter. Ja, weil die Geldmenge ja irgendwo absehbar auch beschränkt ist.
Und dieser Vorfall oder dieser Prozess wiederholt sich alle 10 Minuten. Warum alle 10 Minuten? Das hat zwei Gründe. Also das Problem ist, dass wieder Transaktionen abbilden. Das Problem bei Bitcoin, dazu kommen wir nachher noch, eigentlich ist Bitcoin schon zu langsam. Aber ich packe ja sowieso mehrere Transaktionen in einen Block rein. Und das ist so eine Art Trade-off, also so ein Kompromiss, kann man sagen. Einerseits möchte ich schon noch eine gewisse Transaktionsdurchsatz haben. Auf der anderen Seite möchte ich eine konsistente Blockchain haben und ich möchte sie auch betrugsanfällig haben. Weil wenn ich sowas verteile, das kann man sich lebhaft vorstellen, also wenn jetzt einer irgendwo in Australien ruft, hey, dann kann es ja theoretisch sein, dass einer zur gleichen Zeit in USA ruft, hey, ich bin der Erste. Und wenn die beide gleichzeitig sind, dann würde ja jeweils irgendwie ein Block dran gehängt werden, dann hätte ich ganz viele sogenannte Forks, das möchte man eigentlich verhindern. Zumal ich dann auch, wenn die Blocks noch nicht in der, oder die Einzeltransaktionen in den Blocks und die Blocks noch nicht in der Blockchain voll drin sind, habe ich immer ein paar Möglichkeiten zu manipulieren, das möchte man auch vermeiden. Deswegen versucht man, diese 10 Minuten immer konstant zu halten und das wird gesteuert, indem dieses Rätsel immer schwerer gemacht wird oder leichter gemacht wird, was dann nicht passiert. Ja, so dass ich immer ziemlich genau, irgendeiner wird immer genau 10 Minuten brauchen, bis dieses Rätsel gelöst ist. So, jetzt, wenn man so mit Informatikern spricht, für die ist es aber alles ganz logisch und ganz einfach, für uns Nicht-Informatiker und vor allem jetzt Leute wie mich, die sich auch mal, ich habe meine Doktorarbeit mal geschrieben über die Europäische Zentralbank, genauso wie die Ökonomen, die haben immer so ein bisschen ein Problem, wie geht denn das jetzt eine Währung und einfach kommt da einer hin und sagt, das ist jetzt eine Währung und dann funktioniert das, das geht doch gar nicht, ja? Wir haben doch da was anderes gelernt. Und wenn man aber mal genau hinguckt, ist es eigentlich gar nicht so anders. Ja? Wir hatten, also was ist eigentlich eine Währung? Was ist Geld? Wo liegt der Wert von Bitcoin? Also wenn ich heute eine Büroklammer aufhebe und sage, das ist jetzt Geld, dann sagt ihr, du spinnst. Ja. Aber eigentlich ist es bei einer Währung auch nicht ganz anders. Wir hatten früher hatten wir mal einen Goldstandard. Da war das ganz, ganz gut. Ja, da so bis 73, 76, Bretton Woods-System. Da wusste man, okay, die Staaten mussten eine gewisse Menge Gold vorhalten und das war sozusagen dann die Deckung von dem Geld. Das haben wir aber jetzt nicht mehr, sondern jetzt ist es so ein bisschen so, und das ist ökonomisch völlig vereinfacht und inkorrekt, aber so ein bisschen hat eine Währung jetzt die Funktion wie vielleicht eine Aktie beim Unternehmen. Ja. Da wird irgendein Wert beigemessen und dieser Wert beim Unternehmen ist vielleicht durch Umsätze zu machen, was es in Zukunft auch leisten wird. Und so ein bisschen, es ist viel komplexer, ja, aber so ein bisschen ist es ja auch bei einer Währung, die spiegelt ja auch so ein bisschen den Wert einer Volkswirtschaft und des Bruttoinlandsproduktes. Aber letztlich ist es auch nur das, was wir eben beigemessen haben. Und wenn man mal so guckt, was es schon für Geld gab in der Vergangenheit, das ist kein neues Problem, das hatten wir immer schon. Also es gibt die sogenannten Manias in Nigeria, das sind Armreifen gewesen und da hat man gesagt, das ist Geld. Und Geld brauche ich dann, wenn ich so eine Tauschgesellschaft ein bisschen aufbrechen möchte. Ja, also früher habe ich gesagt, okay, ich habe dir ein Stück Schinken und du hast Kohle und jetzt gebe ich dir ein Stück von meinem Schinken und kriege dafür deine Kohle. Aber wenn sie keinen Schinken wollten, sondern Butter gebraucht haben, hatten sie schon wieder Probleme, dann mussten sie komplett Dreieckshandel aufbauen. Und deswegen gibt es das Geld, da gibt es eine Rechnungseinheit. Und wenn ich jetzt sage, dieser Armreif ist ein Sack Kartoffeln wert und jemand akzeptiert das, dann ist alles wert. So einfach. Wir haben auch sogar Kaurimuscheln gehabt als Geld in Ostafrika. Ja, ich meine, die werden sogar angeschwemmt am Strand. Und die werden gesagt, es ist egal, wie groß die Kaurimuschel ist, es ist immer irgendwie ein gleicher Werteinheit. Und am besten finde ich die hier. Federgeld, Rindenbast mit verklebten Papageienfedern. Da kommt man auf Santa Cruz, das ist in Milanesien irgendwie. Riesendinger. Jemand hat gesagt, es ist was wert und es hat funktioniert. Und eigentlich war es bei Bitcoin auch nicht anders. Der Wert entsteht dann, wenn jemand bereit ist, es zu akzeptieren. Und es gibt eine der, wahrscheinlich die erste Transaktion, die da wirklich auch stilbildend war, die war nämlich am 22.05.2010 und das ist wirklich ein beeindruckendes Datum, weil da hat jemand damals zwei Pizzas bestellt und mit Bitcoin bezahlt. Ja. Und zwar für 10.000 Bitcoin. So, wenn wirklich der Kurs heute bei 5.300 Euro ist, für einen Bitcoin, dann reden wir hier für zwei Pizzas im Wert von 53 Millionen Euro. Man fragt sich, wer einem jetzt mehr leid tun soll, der die ausgegeben hat. Und ich meine, oder der andere, der dann gesagt hat, der das akzeptiert hat, und hoffentlich hat er die Bitcoin behalten. Ich meine, überlegen Sie sich mal, Sie bringen dann eine Pizza vorbei und jetzt stellen Sie in 53 Millionen. Seitdem ist der 22. Mai eines jeden Jahres offizieller Bitcoin-Pizza-Tag. Denken Sie das nächste Mal dran. Ja,
Silk Road. Also Bitcoin, ist Bitcoin anonym? Ist ja auch immer so eine Frage, ja? Also da streiten sich ja die Geister drüber. Meiner Meinung nach, zumindest so ich habe letztens wieder ein paar Bitcoin gekauft, da ist überhaupt gar nichts anonym. Ja? Sie haben, ich musste bloß ein Konto eröffnen dafür. Und tatsächlich ist es so, das läuft schon so, ich meine, das ist halt in Deutschland, nicht so Postident, sondern ich hatte dann Videoident, das hatte ich noch nie. Da musste ich dann tatsächlich mit jemandem ein Interview, also der mit mir, über die Webcam führen und ich musste dann immer irgendwie meinen Personalausweis ins Licht halten, damit diese Punzer irgendwie angeschnitten werden. Das ist ganz komisch. Ja. Also die wissen natürlich, Andreas Wagener, da so und so viel, da wohnt er und da kommt er her, da ist nichts an. Ja. Natürlich ist der Name irgendwie auch verschlüsselt, wenn sie da was kaufen, aber auch da gab es mittlerweile auch schon Möglichkeiten, wie zumindest dieser Hash entschlüsselt worden ist. Fragen Sie mich nicht wie, aber es ging auf jeden Fall. Sie können natürlich irgendwie im Darknet irgendwie krumme Dinger drehen, vielleicht wird es dann irgendwann auch wieder. Wo es anonym war, zumindest eine Zeit lang, war Silk Road. Silk Road war ja so ein Markt, wo Sie alles kaufen können, und wenn ich alles sage, dann meine ich auch alles. Ja, zum Beispiel Shop by Category, Cannabis, Ecstasy, Psychedelics. Ja. Und da gab es wirklich dann so Shop-Bewertungen, so 4 von 5 Sternen. Also hier das Amazing Weed, the only reason this is not a 5 und so weiter und so fort. Also ganz normal, ja. Gibt es nicht mehr, Sie brauchen gar nicht so zu gucken, ja, das ist weg. Übrigens auch eine ganz interessante Geschichte, der Typ, der das gemacht hat, glaube ich mit 20 immer Dread Pirate Roberts, und hat dann tatsächlich so von seinem Sofa aus ein Weltimperium aufgebaut. Und es gibt verschiedene Schätzungen, was der so verdient hat. Das schwankt dann teilweise zwischen 2 bis 10 Milliarden Dollar, die er nur über die Kommission verdient hat, dafür, dass jemand irgendwie Kokain vercheckt hat. Und das alles, dann war natürlich das Problem war bei digital und anonym ist, irgendwann muss ich ja mal raus und dann gehe ich, also wie komme ich dann, wie kriege ich, jetzt bestelle ich zwar und wickel alles digital ab, aber wie komme ich dann an physische Güter ran? Ja, dann irgendwo muss ich mich dann mal outen. Und er hat das relativ geschickt gelöst, der hatte immer so Strohmänner gehabt. Und die haben wir teilweise auch ein bisschen beschummelt dann. Und er wurde dann schon, war offensichtlich ein ziemlicher Control-Freak. Man wurde auch ein bisschen paranoid und hat dann, ich habe ja vorhin gesagt, man kann da alles kaufen, er hat dann Auftragsmorde bestellt, um die auszuschalten. Und es gibt so eine, das ist ziemlich genau aufgearbeitet, hat er einmal die Hells Angels angeheuert für 300.000 Dollar, sollten die irgendeinen von seinen Helfershelfern eliminieren. Und die Hells Angels haben das Geld genommen, aber haben gesagt, komm, wir finden uns irgendwie, die sind auch anonym. So gut. Ja. Und tatsächlich ist sowas dann auch zum Verhängnis geworden. Er hat nämlich dann nochmal einen Mordauftrag rausgegeben, ausgerechnet an den V-Mann, an den Polizisten. Ja. Das ist so ein Punkt, und später hat man auch irgendwie rekonstruieren können, wer es ist, und dann ist er aufgeflogen und so schaut er übrigens aus. Eigentlich ein netter Typ, ne? Sieht so sympathisch aus. Ja. Und hat lebenslänglich gekriegt. Die meisten Polizisten sitzen nämlich auch mittlerweile im Knast, weil die dann auch irgendwie ein bisschen gierig geworden sind. Damit. Ja, also tatsächlich ist es ein Thema, wenn man sich hin und wieder mal im Darknet bewegen sollte, was ich nicht empfehle, Disclaimer. Aber es gibt tatsächlich auch, wo Sie mit Bitcoins bezahlen können, dann hoffen wir, dass auch alles anonym ist, einen Assassination Market. Und das ist genau das, was es klingt. Das heißt, es ist sozusagen ein Auftragskilling Crowdfunding. Das heißt, Sie können einen Namen dort platzieren, den Sie gerne tot sehen würden. Und dann können andere Leute Bitcoin bieten, also auch zahlen. Und dann wird so ein Jackpot aufgebaut. Und derjenige, der dann den Mord begeht, kriegt den ganzen Jackpot. Wie weiß ich, wer der Mörder ist und wer den Jackpot kriegt, wenn alles anonym ist? Das funktioniert so, dass Sie den Namen posten, also das Datum posten, wann der Mord begangen werden soll. Und dann wird einfach gedacht, okay, wenn der das Datum voraussagen kann, dann wird er schon der Richtige sein. Also ich will Sie nicht hier irgendwie ermutigen zu irgendwas, sondern nur als Beispiel. Und ich meine, Sie sehen hier Ben Bernanke, das ist der Zentralbankpräsident der USA, für den wurden immerhin mal 124 Bitcoin geboten, auch 60.000 Euro. Ja, aber lohnt sich, glaube ich, nicht. Also nicht machen. So, das Interessante aber an der Stelle ist, Sie können natürlich damit auch so eine Art Automatismus aufmachen. Und da wird es dann auch wirklich interessant, einen sogenannten Smart Contract abschließen. Das heißt,
Wenn du das richtige Datum eingibst und der Tod ist an dem Datum, dann kriegst du das Geld. Da müssen sie eigentlich gar nicht mehr merken, noch einen Menschen irgendwie dazu nehmen, der irgendwas sagt oder bewegt oder sonst irgendwas macht. Das kann ich alles auch programmieren. Das ist ein sogenannter Smart Contract. Smart Contract ist eigentlich überhaupt gar nichts Neues. Das ist eigentlich uralt, kennen wir alle. Früher sah das nämlich so aus. Ja, auch da habe ich keinen Mittelsmann. Kaugummiautomat heißt, ich schmeiß Geld rein, ziehe mir mein Kaugummi, fertig. Ich muss nicht mehr in irgendeinen Laden gehen, ich habe da keinen Gatekeeper, keinen Mittelsmann, nichts, gar nichts, das ist ein Smart Contract. Und im Prinzip versucht man das eben auch über die Blockchain abzubilden. Und das heißt, dort wird eben genau sowas dann einprogrammiert. Und das ist, wie gesagt, das Spannende, und da muss ich jetzt auch ein bisschen Name-Dropping und Bullshit-Bingo betreiben. In diesem Kontext fällt dann immer irgendwie dieser Name, nämlich Ethereum. Ethereum, Gründer hier ist hier, Vitalik Buterin. Wenn man den so sieht, also völlig dürres Kerlchen, schmalbrüstig, schlaksig, aber so ein Gehirn, hat das gegründet, als er nämlich 19 war. Jetzt ist er 23 oder 22. Und da sagen viele, das ist so überhaupt das Allerheißeste, überhaupt das größte Ding, was so, wenn es so im Internet abgeht, ist das da. Weil der sagt, was Bitcoin für Zahlung bedeutet, bedeutet Ethereum für alles, was programmiert werden kann. Also für Smart Contracts ist das, heißt das Ding Ethereum. Und die clever vergleichen das immer so ein bisschen. Bitcoin ist sowas wie, oder die Bitcoin-Blockchain vielmehr, ist sowas wie ein Taschenrechner. Beim Taschenrechner habe ich eine ganz klare Funktion, nämlich der rechnet irgendwie plus, minus, mal, geteilt. Mehr kann er nicht. Reicht aber auch für den Fall. Bei Bitcoin heißt es, es ist eine Transaktion von virtuellem Geld. Und Ethereum ist dann mehr sowas wie so ein Smartphone. Und die sagen auch, dass sie eigentlich Decentralized Apps ermöglichen. Und die sagen jetzt General Purpose Blockchain, also eine Blockchain, die du für alles irgendwie benutzen kannst. Und die sprechen auch von einem Decentralized Computer. Das kann man sich ein bisschen schwer vorstellen, aber heißt im Prinzip nichts anderes, dass die einzelnen Netzwerkknoten, also lauter einzelne Computer irgendwo gemeinsam so eine Sache ausführen. Ja, und Anwendung möglicherweise wäre sowas wie das hier. Es gibt eine Versicherung, die auf Ethereum beruht, die bei der Verspätung von Flügen dann auch greift. Also das heißt, wenn Sie mehrere Leute zahlen ein und dann wird diese Anwendung direkt über eine Schnittstelle mit irgendeiner Informationsstelle verbunden, die sagen kann, okay, wann kommen die Flüge an. Die Leute haben ihre Flugdaten vorher eingespeist und dann wird automatisch berechnet, okay, dieser Flug kam zu spät, ergo kriegt der Geld aus dem ganzen Pott. Da wird kein Versicherungssachbearbeiter mehr gefragt, das wird einfach abgebucht. Ganz simple Anwendung. Und damit brauche ich auch niemanden mehr, der irgendwie noch was prüft, ich brauche kein Aufsichtsamt und ich kann das natürlich auch viel günstiger tun. Und das ist genau das, wo wir sagen, okay, da liegt die Zukunft, da kann man nämlich ganz, ganz viele Sachen ausbauen. Was Sie auch machen können, also wenn Sie so Nerds sind und vielleicht ein bisschen romantischer unterwegs, die Kombination soll es ja auch gehen, Sie können auch Ihr Ehegelübde sozusagen in eine Blockchain schreiben. Dann können Sie die verteilen und jeder kann sagen, ah, okay, ja, das ist ein Nerdpaar, schön. Es gibt auch verschiedene Anbieter dafür und Sie müssen sich das mal richtig durchdenken. Also Sie können natürlich auch einen Ehevertrag in der Blockchain dann abbilden, einen Smart Contract ausbauen. Und dann könnte man sagen, okay, also im Scheidungsfalle kriegst du die Katze und ich habe die volle Kontoverfügung. Wenn man das mal ein bisschen weiterspinnt, man könnte auch irgendwie sowas sagen, okay, und wenn du mich betrügst, dann vereinbart man gleich irgendwelche Strafen oder sowas. Ja, dein Kabel wird stillgelegt oder deine Briefmarkensammlung muss auch vorher aufgehen, irgendwie sowas. Ja. So, aber was ich sehr, sehr spannend finde und wo vielleicht wirklich auch ein sehr spannender Ansatz ist in der Zukunft, ist so im Bereich vielleicht auch der Musik oder auch von Medien auch, wobei es da noch ein paar technische Probleme gibt, aber so vom Prinzip her. Wenn man sich mal die Musikindustrie anguckt, da habe ich irgendwie ganz, ganz viele Leute, die da irgendwie mitwirken. Ja, ich habe auf der einen Seite so die Kreation, das heißt, ich habe jemanden, der die Musik schreibt, dann habe ich jemanden, der den Text schreibt, dann habe ich noch jemanden, der das Ganze aufführt, also singt. Wenn es ein Singer-Songwriter ist, ist es immer die gleiche Person, aber können ja auch verschiedene sein. Dann habe ich da die Plattenindustrie, Musikverlag, Plattenfirma, Plattenlabel. Und dann habe ich die Distribution, das kann auch die Plattenfirma sein, aber das sind auch so Sachen wie Großhandel, wie iTunes, selbst solche Sachen, die GEMA, kennen wir alle noch, Generation YouTube, ja, die irgendwo versucht, das Geld einzusammeln. Und dann haben wir die Kunden.
So, und das ist sozusagen die Wertkette. Und die Seite hier, die produziert gewissermaßen gewisse Rechte oder die sie dann auch weitergeben kann. Mechanical Rights, das ist sowas wie das Recht, den Track auf Platte zu pressen, mit alles zu packen. Synchronization Rights geht dann mehr so Richtung, wo kann der Stück noch verwendet werden, zum Beispiel bei Werbung in der Ähnlichen. Und Performance Rights, ich darf das aufführen. Die bekommen dann hier so die Nutz-, also die Auswertungsrechte, Verwertungsrechte, und wir als Konsumenten dürfen es dann benutzen. Right of Use. Und dann spricht man dann immer vom Distribution Waterfall, also wenn ich dann das MP3 bezahle, dann zieht der Vertrieb was ab, die Plattenfirma kriegt was, zieht was ab und dann ist wieder ausgeschüttet an die Künstler. Und wenn man jetzt Blockchain nimmt, dann können wir das auch toll dezentralisieren. Da vorne gesagt, es geht ja auch um die Gatekeeper auszuschalten. Wenn ich heute irgendwie einen Medienfile habe, dann gibt es ja auch diese Codex, die dann auch sicherstellen, okay, dass ich dieses File irgendwo abspielen kann. Und die sagen, okay, vielleicht gibt es in Zukunft sowas für Blockchain oder sowas oder Blockchain Rights. Und in diesen Informationen speichere ich auch die Art Beschaffenheit der Rechte. Ja? Also was sind die Mechanical Rights, Synchronization Rights? Auch Kontaktinformationen. Ich zum Beispiel wollte in diesem Vortrag ein Bild benutzen, von dem ich auch wusste, wer die Rechte hat, aber ich hätte wahrscheinlich ein bisschen Geld ausgegeben, weil es echt witzig war. Aber ich habe mich da nicht getraut. Es war so ein Bild, es wurde irgendwie 25 Milliarden Mal geteilt, hat aber Reuters gehört und ich wusste nicht, wen ich fragen sollte. Ja, also habe ich es nicht mit reingenommen. War blöd, schade. Ja. Wenn man das immer gleich mitgeliefert bekäme, dann wäre das ja auch viel einfacher, dann würde ich auch viel mehr Transaktionen ermöglichen. Kann dann auch verschiedene eindeutige Nummern auch mitgeben, dass auch jeder weiß, okay, was ist das für ein Stück. Das packe ich alles auf die Blockchain. Das heißt, die Beteiligten synchronisieren sich alle damit, also die an der Entstehung, aber auch am Konsum beteiligt sind. Dort werden die Transaktionen abgebildet und auch die Terms and Conditions, das heißt, zu welchem Zweck und wie darfst du das jetzt benutzen. Und in einem Smart Contract regle ich dann, wie sozusagen die Umsatzrückflüsse sind. Ja? Und dann lege ich halt vorher fest, okay, wenn eine Sache verkauft wird, so viel kriegt der Komponist, so viel der Texter und so viel der Artist, der es gesungen hat. Und was Interessante dabei ist, alle die drei können sozusagen die Disputoren sein, also die Music Mover. Ich brauche vielleicht als Künstler gar nicht mehr unbedingt die Plattenindustrie, aber vielleicht ist es besonders gut. Und ich könnte sogar sagen, ich als Nutzer, wenn ich das meinen Freunden empfehle und die nehmen das, kriege ich aber auch noch was von dem Kuchen an. Also irgendwie ein paar Prozent. Sowas könnte ich in der Blockchain entsprechend noch abbilden. Und natürlich gibt es da auch schon eine ganze Menge Unternehmen, die das machen. Ein Vorreiter dabei ist hier Imogen Heap, eine Sängerin, die genau das gemacht hat. Und da können Sie dann auch gucken, okay, ich kann mir auch so einzelne Stems nennen, das, also nur die Drums oder nur die Vocals runterladen. Kann, wenn ich irgendwie ein Mashup machen möchte, wenn ich was samplen möchte. Hier sieht man dann Transaktionen. Und dann auch je nachdem, was willst du einfach nur runterladen zum Anhören oder willst du dir die einzelnen Bestandteile holen. Was auch immer, und man sieht dann hier, wer kriegt wie viel vom Kuchen. Und sie selber hat jetzt wahrscheinlich auch geschrieben und hat viel Instrumente gespielt, viel 91%, und das sind so die anderen, die irgendwelche anderen Sachen gemacht haben. Bleibt nicht so viel da, aber irgendwann bekommt sie es direkt. Das läuft dann ohne Plattenfirma. Also wird es für die auch ein bisschen besser mit dir. Und was hier, ein Kerl, Eric Schmidt, Ex-CEO von Google, der sagt, Bitcoin ist super, aber das Spannende ist eigentlich, the ability to create something that is not duplicable in the digital world has enormous value. Das Problem ist immer, versuche ich mal meinen Studenten darüber zu erzählen, ne? Also wenn Sie das Tolle an digitalen Gütern, MP3, Software, digitales Video, ist super, weil man kann es kopieren und es ist genauso gut wie vorher, wenn ich es weitergebe, habe ich es immer noch. Ne? MP3, ich gebe dir mein MP3, habe es aber selber immer noch. Das ist für die Plattenindustrie natürlich ein Problem. Deswegen habe ich auch ein Problem mit irgendwie verliehenen digitalen Gütern oder ähnliches, weil das ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Auto und einem MP3, ist genau das. Wenn ich das Auto weggebe, ist es weg. Das ist wie mit dem Kuchen. Ich habe ihn nur, ich habe ihn nicht. Bei MP3 kann ich es immer noch haben. Und das ist natürlich für die Verwertungskette durchaus ein Problem. Und man kann das auf ganz, ganz viele Sachen übertragen. Also im Prinzip kann ich jeden journalistischen Beitrag damit auf den Verfasser zurückzuführen. Ich weiß, wer hat es gemacht. Und wenn ich was verbreite, kann ich Diskutoren in irgendeiner Form daran beteiligen. Ich könnte E-Books verleihen oder ich kann E-Book gebraucht verkaufen, weil da wird in der Blockchain geregelt, der Hagener hat es bisher gehabt, jetzt hat er es aber verkauft, jetzt darf er es nicht weiter nutzen, zum Beispiel. Ja. Und letztlich kann man das auf alle Dinge spiegeln, die man irgendwo sag ich mal, digital verkaufen kann. Das kann jeder Tweet, jeder Facebook-Post sein.
und ich weiß, was damit passiert. Ich kann es aber auch auf Daten beziehen. Wir haben ja im Moment das Problem, ich weiß gar nicht, was mit meinen Daten passiert. Man könnte auch sagen, jede Datennutzung kommt in eine Blockchain und dann weiß ich immer, wer hat die Daten angefordert, und wenn ich sage, okay, vielleicht will ich auch gar nicht, dass jemand meine Gesundheitsdaten hat, oder ich will frei darüber entscheiden. Und wenn jemand meine Gesundheitsdaten anfordert, dann kann ich über ein Smart Contract legen, wer darf den haben und was kriege ich dafür, dass der meine Daten verwendet. Und das ist was, da wird es dann, glaube ich, schon richtig spannend. Ja, und es heißt ja auch, wir reden ja auf Industrie 4.0. Natürlich naheliegend dann erstmal sowas vielleicht für Konstruktionszeichnungen zu verwenden. Ja, dass ich sage, okay, wenn das ein Konstruktionsfile ist, vielleicht für ein MP3, Quatsch, für einen 3D-Druck, dann kann ich auch gucken, okay, was passiert denn mit dieser Datei? Und ich kann dann vielleicht auch sagen, so eine Art Supply Chain Management zu machen, wobei ich kein so großer Fan von Supply Chain und Blockchain bin, sage ich vielleicht später noch was dazu. Aber ich kann dann zum Beispiel gucken, was passiert denn mit diesem Produkt? Wem wird es denn weitergetragen? Wer verwendet es denn? Und ich kann jede Transaktion dann wieder in der Blockchain speichern und sehe, wo kommt es her, wo geht es hin, sodass ich eine eindeutige Kette habe von demjenigen, der es erfunden hat, und von demjenigen, der es dann noch hat. Anderer Anwendungsfall ist Energie. Auch da ist sehr spannend, da reden sehr viele Leute über Blockchain. Wir haben ja Energiewende, wir haben vielleicht in Zukunft ganz viele Smart Meter in Privathäusern. Das heißt, wir sind ja selber, wenn wir eine Solaranlage auf dem Dach haben, nicht nur Konsument, sondern auch Produzent. Und bisher habe ich auch immer noch einen Mittelsmann da, bei dem ich das verkaufen muss. Das heißt, vielleicht ein Stromnetz oder ähnliches. Und so könnte ich dann vielleicht in Zukunft von Peer-to-Peer, also von anderen Leuten, die jetzt gerade Strom brauchen, das auch automatisiert verkaufen. Ja, also das würde die Transaktion deutlich einfacher machen. Auch so die Disposition von Strom wird dadurch einfacher. Und es gibt so Unternehmen, die hier Blockcharge, die sagen, okay, wir versuchen grundsätzlich eine dezentrale Stromversorgung herzustellen. Zum Beispiel in Zukunft, wenn wir alle mit Elektroautos fahren, wo werden denn die überhaupt aufgeladen? Brauche ich dann erstmal wieder so eine zentrale Tankstellenkette, wo ich dann auflade? Oder kann ich nicht versuchen, jeder, der irgendwie Strom hat, damit reinzunehmen? Also zum Beispiel, wenn jemand bei mir vom Haus parkt, auf meinem Parkplatz, kann ich sagen, okay, wenn das Auto sich da auflädt über Induktion, dann gibt es da eine kleine Mikrotransaktion. Das heißt, dein Auto lädt auf und du schreibst rein bei dir, okay, also wenn der Strom nicht mehr kostet als, dann mach. Und ich sage, wenn der bereit ist, so und so viel zu zahlen, dann kriegst du meinen Strom. Und wenn die beide sich treffen, dann über ein Smart Contract wird es automatisch so geregelt, dass dann eben das Auto aufgeladen wird. Man sagt ja auch vielleicht in Ampeln in Zukunft, wenn ich in einer roten Ampel stehe und warte, dann könnte ich ja da auch irgendwie über Induktion so ein Elektroauto aufnehmen. Also da wird auch eine Menge Ideen reingesetzt. Ja, ich habe eine Folie, die habe ich bisher jedes Jahr dabei gehabt. Und ich habe dir auch gesagt, da hat sich irgendwas geändert, das ist das Ende der Plattformökonomie. Und das ist die hier, ich will sie auch noch kurz erklären. Das ist so eine Folie, die findet man, wenn man auf Konferenzen unterwegs ist, eigentlich immer. Und die beginnt immer gleich, die Geschichte ist immer die. Also wir haben ja die Ubers und die Googles und die Facebooks und wie sie alle heißen. Und die haben es ja geschafft, sich da irgendwie richtig fett reinzusetzen. Und da kommt immer der Klassiker, Uber, das größte Taxiunternehmen der Welt, hat selber keine eigenen Taxis. Google ist das größte Unternehmen größte Anbieter von Informationen, produziert aber selber keine Informationen, hat keine Redakteure oder ähnliches. Booking.com ist ein größter Anbieter von Übernachtung, hat aber selber keine Hotels. Das heißt, was die gemacht haben, ist, dass sie sich in diesen Markt reingesetzt haben, und zwar zwischen die eigentlichen Anbieter, nämlich die Hotels oder wie auch immer, und die Nutzer. Und da das Ganze ja nicht teurer geworden ist, Unterschied, irgendjemand muss ja weniger verdienen. Und die da oben verdienen alle ziemlich gut. Das heißt, diejenigen, die das bei dem Spiel verloren haben, sind eigentlich die, die früher mal die sogenannten nach Marx Produktionsmittel hatten. Ja. Und dann kommt immer der Spruch, habe ich auch gemacht, ja, und was ist denn dann die nächste Branche? Wo hört man das dann auf? Wie ist das mit Branchen, die für Deutschland besonders wichtig sind, wie der Maschinenbau oder wie die Automobilindustrie? Wo gibt es da vielleicht dann auch irgendwie so eine Plattform? Und wo wird die sein? Ist die dann in Ihrem Hof oder ist die dann in Berlin oder ist die im Silicon Valley? Und was bedeutet das alles für die Arbeitsplätze? Wie die das immer machen mit diesen Plattformen, ist relativ simpel. Sie sammeln ganz, ganz viele Daten, dünneln die irgendwie und kontrollieren damit den Zugang, sind dadurch Gatekeeper, sie vernetzen alles. So, und jetzt sagen wir ja, Blockchain ist dezentral. Könnte ich dann diese disruptiven Geschäftsmodelle, wie man sie immer nennt, kann ich die dann auch wieder kaputt machen? Und tatsächlich, wenn man mal schaut, es gibt entsprechende... Hallo? So, jetzt. Tatsächlich gibt es inzwischen Anwendungen, die versuchen, bestehende Geschäftsmodelle auf die Blockchain zu heben. Zum Beispiel Steemit, könnte man sagen, ist das Social Media und greift damit Facebook an.
Oder es gibt eine Blockchain-Variante von Twitter, die nennt sich Twister. Besonders interessant finde ich das, darauf gehe ich kurz ein bisschen länger ein. Es gibt ein Blockchain-Thema, Open Bazaar. Das ist ein freier Markt. Und auf dem kann ich, wie auf Amazon oder auf eBay, kann ich meine Produkte anbieten. Und es ist dezentral organisiert. Das heißt, die Transaktionen, die dort stattfinden, werden in die Blockchain geschrieben. Und ich habe niemanden über Amazon, der dafür eine Kommission verlangt, eine Provision verlangt. Und Open Bazaar haben noch nicht so viele Leute, ich glaube 30.000 sind inzwischen, das ist nichts mit der von Amazon. Man fragt sich mal, was ist das Geschäftsmodell bei denen? Also diejenigen, die das gegründet haben, sagen, dass sie wollen so ein Open-Source-Geschäftsmodell mit Linux haben, das heißt, es ist an der Plattform, die keine mehr ist, wollen sie nichts verdienen, sondern sie machen irgendwie Beratungsleistung. Man muss bei solchen Sachen nur ein bisschen vorsichtig sein, weil die haben von Andreessen Horowitz, das ist, sind die, die auch hinter Facebook stehen, auch 6 Millionen bekommen. Und für irgendwas wollen die ja ihr Geld auch wieder zurückzahlen. Aber trotzdem, das wäre tatsächlich die Disruption der Disruption. Das ist dann auch spannend. Und damit können diese Großen vielleicht irgendwie auch mal zum Stolpern gebracht werden. Noch sind wir da nicht. Sie können auch Domains registrieren. Das macht man normalerweise bei der ICANN. Gibt Namecoin. Und selbst für Uber gibt es mittlerweile eine Blockchain-Lösung, die nennt sich auch KiteCity. Die wurde gegründet von frustrierten Uber-Fahrern. So. Wo liegen denn Potenziale? Also ich meine, es gibt tatsächlich in der Politik, kann man das auch nutzen. Die Estland ist, sagen ja alle, ist irgendwie so das digitalste Land überhaupt. Die machen alles schon seit ganz vielen Jahren, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben die irgendwie alles digital gemacht und machen natürlich auch Sachen auf der Blockchain. Gesundheitsberatung, alles Mögliche. Ja. Sehr spannend finde ich Bitnation. Das sind mehr so die Anarchos. Die sagen, die haben auch wirklich so einen ideologischen Anspruch und die sagen, also ich werde jetzt hier qua Geburt in so ein politisches System gezwungen, das habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich muss diese blöden Regeln befolgen. Ich kann das immer ein Stück weit nachvollziehen. Ja? Aber grundsätzlich ist das ja ein Punkt. Also wie kommen die dazu? Ne? Also ich will da raus, warum schreibt mir jemand was vor? Und jetzt dann sowieso diese ganzen politischen Systeme haben alle Schwächen, die sind korrupt und so weiter und so fort. Eigentlich kann ich so einen Staat komplett über einen Smart Contract lösen. Ja, und tatsächlich haben die eine App, und das ist natürlich ein bisschen mehr so ein Marketing-Gag, so ein Do-it-yourself-State. Dann haben sie eine App und regeln so, okay, was passiert? Wir machen eine Pauschale oder 10% Steuern und wenn das passiert, machen wir das und wenn das passiert, machen wir das und dann haben sie praktisch den ganzen Staat in der App. Also es gibt tatsächlich den Begriff Decentralized Autonomous Organization, das meint genau das, dass ich eine ganze Organisation nur durch Smart Contracts abbilde. Ja, oder auch sowas könnte man machen. Also bisher haben wir Emissionshandel zwischen Staaten. Das heißt, wenn wir mehr verschmutzen dann, und andere weniger, dann gibt es da irgendwie einen Ausgleich so zwischen Staaten. Aber eigentlich ist es ein bisschen unfair. Wenn mein Nachbar nämlich einen Porsche fährt und ich mal Fahrrad, dann trägt er ja viel mehr zur Verschmutzung bei. Und wenn er das nicht täte, dann hätten wir als Staat vielleicht weniger Lasten und ich werde überhaupt nicht dafür belohnt, dass ich Fahrrad fahre. Das ist natürlich eigentlich nicht darstellbar, aber mit einem Smart Contract oder mit einer Blockchain kann ich das ja alles irgendwie organisieren. Ja, dann könnte ich Emissionshandel auf Personenebene machen, theoretisch. Nochmal zurück zum Thema Industrie und da wird es dann, finde ich, auch wieder sehr interessant. Also es gibt tatsächlich auch, das sind sich Internet of Things Apps, IOTA, und die sagen, wenn wir das Internet der Dinge haben, wenn wir diese ganzen Maschinen haben und wir vernetzen die und die kommunizieren miteinander, können wir nicht auch Transaktionen zwischen Maschinen herstellen? Also das könnte dann so aussehen, nehmen wir mal den berühmten Kopierer im Internet der Dinge. Der Kopierer braucht Toner, also bestellt er automatisch Toner, kriegt den geliefert und zahlt den auch selber. Und immer wenn eine Kopie erfolgt, kriegt er wieder Geld rein. Das heißt, in der Buchhaltung müsste ich überhaupt gar nicht mehr Kosten und irgendwelche Verrechnungen machen, sondern das Gerät verwaltet sich selber. Daran arbeiten die. Micropayment, Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation. Oder nehmen wir an, Sie haben einen guten Datentarif und setzen sich in einen Kaffee, wo es kein WLAN gibt und geben Ihr Handy frei als Hotspot. Dann könnte man das so programmieren, dass jeder, der dann das WLAN nutzen will von Ihnen, mit Ihnen dann die Handys miteinander so eine Mikrotransaktion machen. Dann ist gar kein Mensch mehr involviert. Und es wird automatisch funktionieren. Ja, interessant, wir haben ja letztes Mal auch, und wir werden diesmal auch wieder ein bisschen was über Künstliche Intelligenz auch haben. Und da war ja auch so das Thema, was passiert eigentlich, wenn ich dann so ein Wesen habe, was eine Maschine ist, aber was irgendwie eine Künstliche Intelligenz hat, dann irgendwie vielleicht auch kreativ ist, einen eigenen Entscheidungsrahmen, Entscheidungsbewusstsein hat, dann ist das ja fast schon wie so ein Mensch, da gehen wir jetzt heute nicht tiefer drauf ein, der Rest ist ja schon bei YouTube. Aber
Was dann ja noch fehlt, ist ja so eine Eigenverantwortung, ne? Dass so ein Ding dann vielleicht auch selber bezahlt. Vielleicht so ein Roboter, der dann sich selber mal irgendwie zum Arzt einweist, also sprich repariert werden muss. Dann kostet es Geld und für die Leistung, die er sonst erbringt im Arbeiten, dafür verdient er wieder was, weil er gibt das Produkt seiner Arbeit an jemand anders, an eine andere Maschine, die ihn dafür entlohnt. Und so könnte ich wirklich auch aus Robotern und künstlichen Intelligenzen sowas machen, wie jemand, der auch sein eigenes Geld verwaltet. Und was auch spannend ist, wenn man mal künstliche Intelligenz mit Schwarmintelligenz kombiniert, also Schwarmintelligenz, sagen wir mal, ist was eher an Lebewesen hängt, an Menschen oder natürlich an anderen Insekten zum Beispiel oder Vögeln. Das war bisher immer so ein Problem, dass man künstliche Intelligenz wird auf Basis von irgendwelchen Lerneffekten von so einer Maschine ja erzeugt. Oder sie steuern irgendwie sowas zentral. Was habe ich denn da, wenn ich viele künstliche Intelligenzen irgendwie steuern möchte, dann rennen die irgendwie alle in unterschiedliche Richtungen und die sollten dann vielleicht so grob in eine rennen. Denken Sie mal an Drohnen zum Beispiel. Wie steuere ich einen Drohnenschwarm? Ist da eine zentrale Intelligenz? Oder habe ich sowas wie einen Schwarm? Ja, also dass der heißt, okay, der eine bricht mal aus, merkt, es wird nichts, also geht er wieder zurück. Und wie kommunizieren die dann miteinander? Und tatsächlich kann ich über eine Blockchain, wo jeder sozusagen seinen Input eingibt und dieser Input dann wieder Output rauskommt. Das heißt, über eine Transaktion steuern, dass diese einzelnen künstlichen Intelligenzen damit irgendwie zu einem Konsens kommen. Ja, über Transaktionen. Also da wird tatsächlich dran geforscht, ist auch immer entsprechende Artikel dazu. So, wir kommen langsam zum Ende. Das Ganze, ich bin bei dem Thema immer so ein bisschen mittelmäßig begeistert. Also ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite gibt es auch ein paar Dinge, die so ein bisschen problematisch sind. Oder sagen wir so, ein paar Grenzen. Das eine ist, ich habe das vorhin mit der Musikindustrie zum Beispiel erwähnt, da sagen viele, ist ja alles ganz nett in der Theorie, nur in der Praxis, das dauert ja alles viel zu lang. Ja. Also die Geschwindigkeit, aktuell schafft Bitcoin im Schnitt 3 bis 5 Transaktionen pro Sekunde. Das ist eigentlich zu langsam, weil je mehr Leute daran teilhaben wollen, auch je mehr Leute dann Transaktionen vollziehen wollen, dann geht es nicht mehr. Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass vielleicht einmal auch mitgekriegt, da gibt es diese Abspaltung von Bitcoin Cash, die was anderes machen wollten. Ja. Dann, man sagt zwar mal dezentral und irgendwie, wir nehmen da den großen Mittelsmann raus und dann demokratisch und alles, aber was es definitiv nicht ist, es ist nicht nachhaltig, denn sie brauchen unendlich viel Energie, allein schon für diesen Mining-Prozess. Man sagt inzwischen, wenn es extrem stark ansteigt, ist der Verbrauch allein beim Bitcoin-Mining, der jährliche Energieverbrauch, so hoch wie der Energieverbrauch von Argentinien. Tendenz steigt. Dann haben sie natürlich trotzdem auch noch Missbrauch und Betrug. Also es gibt natürlich, der berühmteste war vielleicht The DAO. Das war das ist eine der Firmen, die von Anfang an die höchste Initial-Kapitalausstattung bekommen hat, ich glaube $160 Millionen. Und da hat es jemand geschafft, also $150 Millionen, und da hat es jemand geschafft, indem er dieses Ethereum-Protokoll irgendwie manipuliert hat, um also nebenbei mal 60 Millionen nachzuziehen. Dürfte ja eigentlich gar nicht passieren, ich habe vorhin gesagt, es ist manipulationssicher. Und die Frage ist, wo setzen Sie an bei sowas? Das war dann eher so in der Logik von Ethereum begründet, was dann dazu geführt hat, dass man das dann in der Blockchain sozusagen wieder behoben hat, was aber irgendwie auch nicht sauber ist, weil dann steht das dann irgendwie nicht zusammen mehr. Also eigentlich sagt man, das machen wir nicht. Blockchain ist einmal fertig und dann ist Transparenz, sie soll für alle Zeiten so sein. Ja, dann haben sie immer so ein Thema Bullshit-Bingo, nenne ich das mal. Jeder spricht über Blockchain. Und dann manchmal die erste Frage, die ich mir dann immer stelle, wenn es jemand erzählt, okay, das ist ja alles ganz nett, aber wieso machst du jetzt eine Blockchain? Warum machst du keine zentrale Datenbank? Das ist dann immer, ne, also natürlich kann es gute Gründe geben. Man darf nicht vergessen, das ist eigentlich eben für Transaktionsdaten gedacht. Man speichert auch keine umfänglichen Daten. Also es ist auch nicht so, dass jetzt so das komplette Katasterwesen irgendwie in eine Blockchain passen würden, weil das würde heißen, dass jeder dann das komplette Grundbuch quasi auf dem Computer hält. Das geht gar nicht. Ja. Das heißt, sie haben nur begrenzte Daten. Also sie müssen dann immer gucken, okay, was kann ich da wirklich abbilden. Und manchmal gibt es auch diesen Begriff der Private Blockchain. Da sagen viele, manche sagen, es ist totaler Käse, weil das bedeutet ja, die ist eben dann nicht mehr so dezentral, wie das vielleicht bei Bitcoin ist oder bei OpenBazaar, sondern da gibt es irgendjemanden, der da die Hand drauf hat. Ich meine, für die Industrie und für viele Unternehmen ist genau das eigentlich das Spannende. Weil die Frage ist ja immer, ich mag ja vielleicht technisch dezentral sein, aber derjenige, der den Zugang dazu organisiert und in der Hand hat, der kann dann trotzdem sowas wie eine Plattform machen.
Also es gibt zum Beispiel Namecoin, hatte ich vorhin erwähnt. Die sagen zwar auch, wir sind Blockchain und wir sind dezentral und sie können damit ihre eigene Domain mit .bit hinten machen. Aber um an dem Netzwerk teilzunehmen, zahlen sie eine Eintrittsgebühr. Sie zahlen, glaube ich, 10% für eine Registrierung oder sowas. Also das heißt, auch wenn es dezentral ist, haben sie trotzdem noch irgendwo zentrale Player, die irgendwo die Hand abhalten. Das ist natürlich wiederum eine Chance für die Industrie oder für bestehende Geschäftsmodelle, aber heißt auch, dass die disruptive Kraft und vielleicht die zerstörerische Kraft Richtung Plattformökonomie nicht ganz so groß ist. Aber sie ist potenziell da und ich denke, sowas wie ein Basar hat das eben eine Möglichkeit. So, kommen wir zum Schluss. Nochmal Vitalik Buterin. Der wurde gefragt, und das finde ich ganz reizend, weil er das so in einem Nebensatz gefragt, der wurde nochmal gefragt zu dieser Geschwindigkeit von dem Bitcoin. Und dann sagt er, ja, also Bitcoin braucht 3 Sekunden, Ethereum macht 5, braucht 5 Sekunden, auf alle 5 Sekunden, 5 Transaktionen pro Sekunde. Uber hat 12 Transaktionen oder 12 Fahrten pro Sekunde. Es wird noch 2-3 Jahre dauern, bis die Blockchain Visa erledigt. Ich sage das so im Nebensatz. 2-3 Jahre, bis Visa weg ist. Wenn das passiert, dann habe ich da mega Disruption. Also wenn dieses Problem löst, dann zeigt sich dann, glaube ich, ganz gut, was da auf uns zukommt. Vielen Dank, das war's.